So, und hier ist er. Ha. Hallo. Guten Abend. Ha. Und, geht's euch gut? Ja, wartet mal ab. Kalle Pohl ist mit seinem aktuellen Programm Du bist mir ja einer in Duisburg zu Gast. Und da haben die Zuschauer an diesem Abend so einiges zu erwarten. Nur Lustiges, nur Amüsantes, viel zum Lachen, enormen Tiefgang, Kabarett, Comedy. Also da ist wirklich richtig was drin. Es ist ja so, wenn man so mit einem neuen Programm auf die Bühne zieht, dann ist ja jeder Abend ist quasi neu und man ist immer gespannt. Also naja, ich erzähle nichts Neues, ich mache es wie alle anderen Kollegen und Kolleginnen auch. Ich gehe mit dem neuen Programm erstmal zum Testen in die Provinz, um Moment, da kommt ja noch was. Und danach geht man in die Kulturmetropolen. Das ist halt der Gang der Dinge. Ja, also in der Provinz war ich schon. Ich komme gerade aus Köln. Jetzt bin ich bei euch hier. Nicht? Ja. Den Sprung auf die Bühne schaffte der 63-Jährige erst nach einigen Umwegen. Seine berufliche Karriere begann zunächst mit einer Kochlehre, die er aber ganz schnell an den Nagel hing. Danach wurde er Polizist, ein doch eher humorbefreiter Beruf, durch den sich sein Wunsch verstärkte, auf der Bühne zu stehen. Machen Sie mal dreieinhalb Jahre Polizeidienst, da blieb mir nichts anderes mehr übrig als... Nein, ich bin ja auch Musiker und so auf der Kreuzung stehen mit dem Akkordeon, den Verkehr regeln und das ewige Lalülala war auch ein bisschen eintönig. Nein, ich wollte was anderes. Das war mir nicht so klar damals, bis ich mich eines Tages traute. Man muss Mut haben, umzusteigen. Es geht um Himmel und Hölle. Es geht um Karibik und Märzenich. Märzenich. Märzenich ist das Dorf, in dem ich groß geworden bin. Ich meine, in dem ich aufgewachsen bin. Und sehr aufmerksames Publikum, ja. Mittlerweile ist der 1,69 Meter große Komiker auf der Bühne schon ein alter Hase. Aufregung spielt da nur noch bedingt eine Rolle. Das hat sich etwas gelegt im Laufe der Zeit. Es kommt aber immer darauf an, wo man ist. Wenn ich irgendwo reinkomme, spüre ich, ist das hier auch ein Stück zu Hause? Oder wie ist die Atmosphäre? Wie wird man empfangen? Das alles hat ja auch etwas Persönliches. Auch wenn es jetzt eine Bühnenvorstellung ist. Ich habe es ganz gerne, wenn die Leute ganz nah bei mir sind. Und wenn ich sozusagen bei den Leuten auf dem Schoß sitzen darf, also wenn ich sie atmen höre. Und das alles spielt eine große Rolle für das Empfinden, was ich selber habe und die Leute dann auch wiedergeben. Also ja, sie hören, das ist eine recht intime Sache. So spielt Kalle Pohl an diesem Abend vor knapp 100 Zuschauern in Duisburg und die hatten einiges zu lachen.